Willkommen auf meinem Kanal Hey Lila Hey, ich bin Mia. Heute kommen wir zu meinen Favoriten aus dem Januar. Ich stelle Naturkosmetik-Favoriten vor und auch einen Fair-Fashion-Favorit, der richtig, richtig toll ist. Beginnen wir mit einer Neuentdeckung, und zwar ist das Hagebuttenöl von Merme, das ist ein Unternehmen aus Berlin. Und Hagebuttenöl soll richtig tolle Eigenschaften besitzen. Es soll gut gegen Falten sein, es soll gut gegen trockene Haut sein, soll aber auch gut gegen Pickel sein. Soll den Hautton ebnen und sogar kleine Pickelmale ausebnen. Das kann ich nicht ausprobieren, aber ich finde schon, dass es meine Haut irgendwie gleichmäßiger gemacht hat bisher. Ich bekomme auch durch das Öl keine Pickel, eher im Gegenteil. Ich glaube, die verringern sich dadurch auch ein bisschen. Und auf jeden Fall versorgt es die Haut mit sehr, sehr viel Feuchtigkeit. Ich habe einfach so viel Gutes von Hagebuttenöl gehört. Und dann habe ich bei Justine, als ich bei ihr zu Besuch war, das ist auch eine Bloggerin aus Wien, die bloggt über vegane Mode und vegane Kosmetik. Und die hat eben genau dieses Öl gehabt und ich habe es vor Ort ausprobiert und war so begeistert und habe das jetzt als PR-Sample zugeschickt bekommen. Und ich kann es wirklich sehr, sehr, sehr empfehlen. Insgesamt muss ich sagen, dass ich nicht so viele Produkte heute zum Vorstellen habe, aber ich wollte das Video auch nicht irgendwie künstlich füllen mit ganz, ganz vielen Produkten, um euch viel vorzustellen, sondern einfach wirklich nur die Sachen, die mir sehr gut gefallen und ich sehr gut empfehlen kann, die ich auf jeden Fall sehr empfehlen kann, und das ist eins davon. Eine weitere Entdeckung ist von Sante, das Augenbrauengel Tinted Brow Talent. Und warum ich das empfehlen kann oder warum ihr euch das mal anschauen solltet, ist, dass die Bürste sehr, sehr klein ist vorne. Mini. Die ist wirklich klein, die Bürste, und ihr wisst ja, dass ich das Augenbrauengel von Lavera sehr, sehr gerne mag. Das hier ist ein bisschen intensiver, das ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn ich das einfach nur ganz schnell auftragen will und schnell raus will. Das von Lavera finde ich ein bisschen besser für mich, aber wenn ihr sehr fein arbeiten wollt, nur mit so einer Bürste, dann kann ich das von Sante sehr empfehlen. Ich benutze dazu aber immer noch ein bisschen so eine Augenbrauenbürste von Jack's Beauty Department. Die habe ich auch schon mal irgendwo vorgestellt. Dann bin ich auch immer auf der Suche nach dem perfekten Eyeshadow. Also ich habe bis jetzt noch keinen Lidschatten gefunden, der die Lidschatten von meiner Urban Decay Palette ersetzt. Also so buttrig, weich, aber Naturkosmetik, vegan und matt und irgendwie so die perfekte Farbe. Ich habe ein paar gefunden, die kommen denen relativ nah, und ich habe jetzt eine Farbe von Lavera gefunden, die ich sehr gut finde. Und zwar ist es von Lavera der Eyeshadow Beautiful Mineral Eyeshadow in der Farbe Matte Copper. Den habe ich auch schon mal in einem Video verwendet. Was ich gut finde an dem Eyeshadow ist eben, dass er matt ist, kein Glitzer, kein Schimmer drin hat. Und deshalb kann ich ihn als Lidschatten verwenden, aber auch für die Augenbrauen, so als Augenbrauenpuder. Das ist für mich so ein super 2-in-1 Produkt. Zumindest passt die Farbe sehr gut zu mir, zu meinen Augenbrauen. Und ich liebe ja, wie ihr wisst, 2-in-1 Produkte, am besten noch 3-in-1 Produkte. Ich werde vielleicht mal probieren, so einen Lidstrich damit zu ziehen. Dann wäre es wirklich ein 3-in-1 Produkt. Fällt mir jetzt erst gerade so spontan ein. Aber sonst schaut euch die Farbe mal an in der Drogerie vor Ort, ob das auch eine coole matte Farbe für euch ist. Sie ist nicht ganz so intensiv und buttrig im Auftrag, wie ich es gerne hätte, aber ich finde noch gut genug und vom Preis-Leistungs-Verhältnis passt es für mich. Dann kommen wir zu einem absoluten Fair-Fashion-Favoriten in diesem Monat. Und zwar ist es dieser Pulli hier. Ich weiß nicht, ob ihr ihn gut sehen könnt. Hier, das ist so ein Hoodie und vorne drauf steht Plant-Based und auf Japanisch. Ich habe vergessen, was da steht. Ich habe noch extra gefragt, als ich den gekauft habe. Ich werde es mal rausfinden und hier jetzt einblenden, was da auf Japanisch drunter steht. Das ist von dem fairen und veganen Label Plant-Based Clothing. Und die habe ich beim Green Market hier in Berlin entdeckt. Die hatten da einen Stand. Und die sind vom Design her sehr so Street-Style-mäßig und so richtig cool. Bin ich ganz so cool, aber irgendwie hat sich trotzdem angesprochen. Und gerade dieser Hoodie ist nämlich so oversized und sehr lang und relativ dick und weich. Und im Winter ist er einfach so kuschelig. Und ich ziehe zum Beispiel dann einfach so einen Pulli wie jetzt an, eine Jeans. Und wenn ich merke, es ist so unglaublich kalt draußen, ziehe ich den Pulli einfach drüber und dann eine Jacke drüber und gut ist, weil der so, so weich ist. Der ist Fairtrade produziert und aus Biobaumwolle. Das ist einfach so mein Lieblingspulli jetzt im Winter. Und er ist irgendwie auch cool und schick. Wie gesagt, ich will euch wirklich nur das vorstellen, was ich wirklich empfehlen kann oder was ich interessant finde und was ihr euch mal so anschauen könntet. Für jeden sind Produkte natürlich immer ein bisschen anders. Sie sehen anders auf der Haut aus oder ihr habt andere Vorlieben. Aber so von dem, was ich gerade sehr gerne mag, von dem ich begeistert bin, habe ich euch jetzt heute vorgestellt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Kurz und knackig die Favoriten im Januar. Vergesst nicht zu abonnieren und mir einen Daumen hoch zu hinterlassen, damit ich weiß, dass euch diese Themen interessieren. Schickt mir auch gerne einen Kommentar, was ihr noch gerne sehen würdet auf Hey Lila Hey. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Tschüss!